herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Schauen wir mal hier im Aufliegehändler, da ist ja schon dieser Tonar-Trailer. Dann gibt es hier in zwei Varianten. Es ist im Prinzip wurscht, welchen ihr nutzt, da ihr dann, das kann man hier schon an dem Aufbau sehen, hier hat er so Rundungen drin und hier ist er so eckig drin. Ne? Deshalb, das könnt ihr hier aber dann auch sehen, das zeige ich euch jetzt hier, das ist praktisch die neue Version und ihr habt dann hier die alte, das ist ne, die vorige Version, das kann man auch am Preis gut erkennen. Der sieht halt dann so aus, ne? So, das ist der neue und das ist der alte. So, der hat vier Achsen. Kann man hier schon gut erkennen. Viermal Lüftachsen. Russisches Kennzeichen. Oder ihr habt hier die als Liftachsen oder halt dann die vorderen zwei. Ne? Könnt ihr dann selber entscheiden. Farbe bleibt blau. Und wir haben sogar ein paar Anbaupunkte mit dabei, die schauen wir uns jetzt heute mal an. So, Standard ist ja diese Plane drüber mit Spanngurte, warum auch immer Spanngurte, wahrscheinlich ist das alles schon kaputt. Dann habt ihr hier Holz drüber, wenn gewünscht. Oder halt dann so, ja, so Kabeltrommeln, ne? So, da hinten am Heck habt ihr Standard, schwarz und ihr könnt hier einen Schmutzfänger hinmachen, wenn gewollt, ne? So, ich lasse es auch ein bisschen hell, dann sieht es nicht ganz so finster aus hier. Dann habt ihr hier noch die eine Verkleidung. Wieder so eine alte Variante, bloß hier und hier. Oder dann hier die neue. Ich mag lieber die neue nutzen. Gefällt mir besser. Mehr ist es jetzt für die Version auch noch nicht, aber ich finde es immer schon ganz gut. Wir haben Schmutzfänger, wir haben hier eine Verkleidung mit dabei. Hier oben ein paar Sachen. Ist also nicht so schlecht, wenn jetzt hier alles noch dran passt. Trailerkabel und so. Dann fällt es unter dem Best-Class-Trailer. Aber das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. So, Trailer ist dran. Die schauen wir uns jetzt mal an. Trailerkabel und so, ne? Wisst ihr ja, wie das alles so passt. Schauen wir mal. Fahren wir mal ein bisschen in die Sonne. So, schauen wir mal. Also, wir haben Trailerkabel, haben wir. Das sieht schon gut aus. Schauen wir nochmal hier, wie es hier aussieht. Animation der Stützen ist nicht kompatibel. Liftachsen. Aha. Jetzt ja. Sind es die hinteren zwei oder wie schon gesagt, ihr könnt auch nur die vorderen zwei als Liftachsen nutzen. Ne? Ich habe noch einen Anbauteil vergessen vorher. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Hier diese Rückleuchten, die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Entweder die neueren oder halt die alten. Ne? Das habe ich ein bisschen vergessen zu erwähnen. Gibt es hier. Da ist ein Anbaupunkt noch versteckt, habe ich ganz spät erst gesehen. Ne? Also, blub, 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 über den Bordstein drüber. Gibt es dann natürlich auch noch. Ne? Wir können mal gucken, was unser Ladungsmarkt hergibt. Hier habt ihr stilles Mineralwasser. Unser Zeug. Ja, das ist alles Mineralwasser, was hier hinterlegt ist anscheinend. Ne, oder? Schauen wir mal. Birnen. Ja, ist jetzt nicht die typische Fracht für das. Altkunststoff, okay, Motorkühler. Ja. Leere Fässer, Kupfer, Dachrinnen. Ja, okay, kann man schon fahren. Altverpackung, ja, geht schon. Wenn jetzt hier jemand mit Tiefkühlkost gekommen wäre, okay. Aber das ist mehr so ein Abfallanhänger, ne? Sagen wir es mal so. Genau. In Italien fahren solche Dinge oft rum. Die fahren Schrott und so ein Zeug, ne? Kurzer Lichttest. Also wir haben eine Positionsleuchte vorne. An der Seite mal gar nichts. Die sind zwar hier dran, aber die funktionieren nicht. Schon mal schlecht. Rücklicht. Das funktioniert hier alles. Sieht auch ganz gut aus, aber schade, dass die Positionsleuchten nicht funktionieren. Das ist ein bisschen schade hier, ne? Die sind halt dann doch defekt. So, kommen wir kurz zum Fazit zu diesem Tonar-Trailer. Ne? Ich habe zwei negative Punkte gleich anzusprechen, die ich natürlich gleich vorwegnehmen möchte. Das ist, nee, sind sogar drei.
die Stützen, die Animation der Stützen funktioniert nicht. Okay, gut, da könnte man drüber hinwegsehen. Aber Fakt ist, die funktionieren nicht. Die Seitenpositionsleuchten, die funktionieren auch nicht, egal ob rechts oder links, die gehen nicht. Und das finde ich ein bisschen doof. Gott, das muss leuchtendes Zeug, da kommt nichts dran vorbei. Ne? Das funktioniert nicht. Und was funktioniert noch nicht? Was habe ich gesagt? Und die Reifen, die stehen ein bisschen weit drüber hier. Ne? Hier kann man es gut erkennen an der Verkleidung. Sieht ihr hier? Das passt nicht. Auf der anderen Seite dasselbe. Also die passen nicht auf den Trailer original. Ne? Und hier sind auch keine Reifen mit dabei, separate. Deshalb, wir können noch mal kurz gucken, weil ich habe nämlich keine gesehen. Fahrzeug Browser, können wir noch mal ganz kurz stöbern. War das jetzt hier mit drin? Ne, da müsste ich jetzt hier gerade noch mal reingucken. Ah, Käse, falscher Knopf. Hier sind wir. Ausführung ändern. Schauen wir lieber vorsichtshalber, bevor wir hier einen Käse erzählen. Richtig, ja, also hier sind keine Reifen mit dabei. Es sind original die von SCS und dann hier die von Krone. Aber es macht keinen Sinn. Jetzt irgendwie rumzufuchteln. Die passen halt einfach nicht auf diesen Trailer, ne? Die stehen viel zu weit draußen. Also von der Breite des Trailers okay, aber die Verkleidung ist viel zu schmal geschnitten. Die müsste ein bisschen breiter gemacht werden. Okay, da wird es vielleicht passen. Ansonsten zweierlei verschiedene Rückleuchten habt ihr zur Verfügung. Ihr könnt einen Schmutzfänger hinten dran bauen. Ihr habt oben könnt ihr diese Plane wegmachen und Kabeltrommeln hinmachen und so Zeug oder so Bretter. Also da hat man schon ein paar Kleinigkeiten dabei, wo man sagt, okay, das ist ganz cool. Liftachse vorne zwei oder nochmal versetzt. Das sieht nicht schlecht aus, aber hier finde ich, überwiegen die Fehler etwas mehr, meiner Meinung nach. Und deshalb fällt es bei mir nicht unter einen Best-Class-Trailer. Aber der Ansatz ist gut, klar. Wenn die Leute sich hier noch hinsetzen und die kleinen Fehler überarbeiten, dann ist er echt nicht verkehrt. Ne? Ja. Und Kennzeichen halt, ist halt hier in dem Fall russisch, müsste man umscannen. Geht leider nicht, sage ich euch gleich vorab. Die Datei ist zu, ist geschlossen, da kommt ihr nicht rein. Ja. Also das müsst ihr dann so hinnehmen, wie es halt jetzt nun ist. Auch die Farbe bleibt so. Ist auch vielleicht nochmal ein Negativpunkt. Ansonsten, schöner Trailer. Falls Fragen sind, kommentieren oder wie auch immer. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Trailer. Ne? In diesem Sinn, also gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.